Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde heute Nachmittag eine Radfahrerin schwer verletzt. Sie war parallel mit einem LKW von der Bahnhofstraße in die Westanlage eingebogen. Der LKW-Fahrer hatte sie wohl nicht gesehen und sie geriet beim Abbiegen unter die Räder. Dazu ein Polizeisprecher vor Ort. Befinden wir uns in der Westanlage in Gießen, Höhe Bahnhofstraße. Hier ist ein Unfall mit einer schwerverletzten weiblichen Person. Zurzeit die Personalien noch nicht feststehen. Geschehen. Bei ersten Erkenntnissen ist ein LKW-Fahrer parallel mit einer Fahrradfahrerin von der Bahnhofstraße Richtung Westanlage gefahren. Und beim Abbiegen hat der LKW-Fahrer vermutlich die junge Dame übersehen. Ja, aufgrund des jetzigen Sachstands und der Schwere der Verletzung von der Frau wird ein Gutachter hinzugezogen, der das Unfallgeschehen rekonstruieren soll. Und solange bleibt die Westanlage gesperrt.